in out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder unterwegs in Rheinland-Pfalz und zwar diesmal an der schönen Mosel. Und das alles gibt es nach unserem dem Intro. So sieht's aus. Wir sind mal wieder unterwegs für euch und zwar werden wir sage und schreibe 2 Tage in Zell an der Mosel bleiben. Ich will immer Zell am See sagen, aber das ist ganz woanders. Nee, das ist hier an der Mosel. Genau. An der Mosel. Wir haben schon schöne Bilder gesehen. Das habt ihr ganz am Anfang diesmal gesehen. Ne? Da werden die Bilder von Moseltal gleich am Anfang gezeigt. Ja, wir sind ja schön ins Moseltal reingefahren und so. Das war schon schön. Ja, das kann man sagen. Wie gesagt, wir werden jetzt hier 2 Nächte verbringen. Wir werden euch diesen Stellplatz, der im Endeffekt 2 Plätze beinhaltet, euch zeigen. Und ja, für euch da ist schon mal so ein Schwimmbad. Das ist gar nicht so weit weg. Das hat sogar aktuell auf, natürlich nach 3G-Regelung. Wir werden da aber nicht reingehen, haben wir keine Lust. Dann 2 Wochen ist es im März zu, da sind immer Wartungsarbeiten. Geht am besten auf die Internetseite, ist unten eingeblendet. Ja, wir wollen noch ein bisschen basteln. Ja, ich gucke, dass das Video, was zu den Spritpreisen, das hat uns ja schon heute total umgehauen. Das war ein Schock, ehrlich gesagt. Halleluja. Und wir wissen ja nicht, wo es weitergeht. Ne? Wir sind gespannt, wenn wir am Sonntag zurückfahren, was das denn für Preise sind. Ja, und was will ich eigentlich basteln? Ja, du willst das auch verraten? Die Trittstufe. Ich weiß nicht, warum er an der Trittstufe ran will. Es könnte sein, wenn er das Auto anmacht, dass er dann macht. Ja, das ist einmal das eine Projekt. Und das zweite Projekt ist, die Trittstufe bekommt ihr Licht. Ja, das haben wir schon längere Zeit gekauft. Hat nicht viel Geld gekostet, das Licht damals. Genau. Aber es muss ja auch irgendwann mal verbaut werden, ne? Genau, das werden wir wahrscheinlich jetzt an diesem Wochenende machen. Also er macht dies. Ich werde dann wieder Videos schneiden in der Zeit. Genau. Und dann schauen wir mal, was das Wochenende und so Schönes hier bringt. Auf jeden Fall werden wir versuchen, heute essen zu gehen. Mal sehen, ob es klappt. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist sehr viel Sonnenschein hier, ne? Ja, es ist herrlich. Ja, dann machst du die Kamera hier weiter und ich sonne mich jetzt einfach. Gute Nacht. Spinning like a broken record for a player you don't know that many major chords. Ihr habt schon ein bisschen gesehen, wir sind wieder losgewandert. Also, uns gefällt dieses Örtchen schon mal richtig gut. Wir sind jetzt direkt an der Mosel, ihr seht es hinter mir, ne? Da kommt sie. Und ja, was meinst du zum Wasserstand? Ja, ein bisschen höher wahrscheinlich schon als normal. Es ist ein bisschen höher, aber es ist jetzt nicht so hoch, wie wir es jetzt gerade von anderen Gebieten kennen. Also da ist es definitiv weitaus höher. Aber ich würde sagen, also der Fußweg, wo wir jetzt hier gerade laufen, war schon dieses Jahr einmal überflutet. So. Nein, überflutet. Ich wollte gerade sagen, was sagst du hier für komische Sachen? Ja, ich weiß nicht, was ich da gerade sagen wollte, aber manchmal verspricht man sich ja. Ja, das auf jeden Fall. Davon ist auszugehen, aber es ist aktuell nicht. Ja, wir stehen ja an einem Stellplatz relativ sehr dicht an der Mosel. Der Unterbereich ist sogar noch geschlossen, da darf man nicht hin. Wir stehen auf dem oberen Bereich, wobei interessant ist, nur auf der einen Seite ist es geschlossen. Wahrscheinlich ist es da einfach noch zu matschig, dass sie gesagt haben, nee. Ich glaube, der Bereich war überflutet und deswegen ist das so. Da ist nämlich noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, getrocknete Matschreste. Ja, und wir bezahlen 9 Euro pro Nacht.
ist vollkommen angemessen, ne? Strom gibt es 1 Euro für 2 Kilowattstunden am Platz. Deshalb haben wir den Platz auch nochmal gewechselt. Wir waren ja eigentlich erst woanders, haben wir gesagt, na, da gibt es keinen Strom. Und die Batterien wurden jetzt doch ein bisschen leer gesaugt die letzten beiden Tage, weil... Solar haben wir ja noch nicht. Genau, noch nicht, aber bestellt. Das heißt, das kommt demnächst auch. Ja. Stefan hat richtig schön gebastelt. Und zwar an der Trittstufe. Da ist der Plan Licht und sie soll automatisch rausziehen. Nee, einziehen, wenn wir nämlich losfahren. Oder das. Ja, rausziehen wäre auch ein bisschen blöde. Das kannst du noch alleine. Ne? Ja. Einigermaßen zumindest, würde ich sagen. Ja, hier sieht man das schöne Gewölbe. Schon, ja? Schon toll. Da weiß man halt, dass es da halt immer... Genau. Also, dass sie das hier schön hochgebaut haben wegen dem Hochwasserschutz. Ne? Macht ja auch auf jeden Fall Sinn. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Zentrum, hoffen darauf, dass vielleicht ein Restaurant auf hat. Wir wissen es aber partout nicht. Das schauen wir uns jetzt gleich an, ne? Und ja, dann melden wir uns auf jeden Fall wieder, wenn wir wahrscheinlich wieder am Platze sind. Weil wieder das Essen wollen wir auf jeden Fall allein genießen. Hang out and then you get bored. And you leave me here like I'm your landlord. You come back and say I'm sorry, boo. And I know you never mean it gets you in though. Did you call me cause you had to? Cause you know I throw your suitcase out the window. Lecker gegessen haben wir gerade. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Das kann man sehr gut machen. War ganz lecker das Essen und das Ambiente fand ich auch sehr passend. Ja. Das war wunderbar. War noch ein bisschen auf Karneval gemünzt, weil wir hatten ja jetzt vor kurzem Aschermittwoch. Gut, eigentlich das ist klar. Sind wir ja in der Fastenzeit, wie wir ja gerade gestern erst bei Steffi und Ellen Radke, also bei Anders Arm gehört haben, sind wir ja. Wir haben auch heute nicht gefastet. Zumindest nicht, was das Thema da betrifft. Also. Ja, wir wissen, wir werden vielleicht bald ja in anderer Sicht fasten. Auf jeden Fall alte Winzerstube in der Balduinstraße 6 Zell Mosel. Genau. Bleib mal kurz stehen. Kann ich euch das hier kurz mal zeigen? Ich habe das bei Google rausgesucht. Genau. Und ich glaube, das war jetzt nicht ganz verkehrt. Auf jeden Fall nicht. Also wir haben richtig lecker gegessen. Wir haben jetzt das blenden wir euch gerade mal ein, für einen Schnitzel und einen Schweinesteak 2 Schoppen Wein, kann man sagen, und 2 Cola. Ja. Haben wir inklusive Trinkgeld 47 Euro bezahlt. Ja, da kannst du gar nichts zu sagen. Vorweg also. Gab es noch einen kleinen Salat. Also wirklich absolut tolle Preise, richtig gutes Essen und... Wir haben auch schon unsere Google-Rezension fertig geschrieben, ja. Denn wir kommen auf jeden Fall, wenn wir nochmal hier in der Gegend sind, kommen wir auf jeden Fall da nochmal hin. Genau, wir gehen jetzt ins warme Auto. Genau, mal gucken, wie warm, wir wissen es nicht, wir haben die Heizung diesmal nämlich nicht angestellt. Ja, ich denke, da ist noch ein bisschen Wärme drin, also mal gucken. Zur Not müssen wir ein bisschen rumpupsen, dann kommt Wärme wieder von alleine. Du nur wieder, dann lass ich doch die Heizung pupsen, Mensch. Na, dann mach doch das. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 8:30. Die Sonne lacht. Es ist kalt draußen. -3 Grad. Richtig kalt draußen. Deshalb gehen wir auch noch nicht raus. Aber es ist schön. Klärchen ist da. Wir kriegen heute einen richtig tollen sonnigen Tag wieder. So, dass wir auf jeden Fall spazieren gehen können. Wir müssen nur gucken, wann wir wo was machen. Weil du willst noch was basteln. Ich müsste ein bisschen was schneiden. Jo, vielleicht aber machen wir das am Anfang und gehen danach schön spazieren, weil es wird ja dann noch schöner. Ja, und wir wollen heute was noch machen. Hat was mit Toast zu tun im weitesten Sinne. Ah, okay, da muss ich nämlich mal ran. Ja, es verbrennt schon, ne? Ja. Ui. Da muss ich auf jeden Fall mal ran. So. Es hat was mit Toast zu tun im weiten Sinne. Und mit einem Safari-Chef. Ach, wir wollen natürlich noch grillen, genau. Ja, heute das zweite Mal grillen in diesem Jahr, also das dritte Mal schon. Wir haben ja im Winter gegrillt, aber das Angrillen haben wir
In der Nähe von, ich weiß gar nicht, ach, Neuskirchen haben wir das gemacht. In Neuskirchen, genau. Genau, und jetzt wollen wir es nochmal machen, weil wir haben so einen schönen Platz davor. Da kann man wunderbar grillen. Und es ist ein Gasgrill, das heißt, es stinkt auch nicht so doll. Genau, aber wir werden jetzt erstmal das Frühstück genießen. Ja, also, gib mal das her. In diesem Sinne sagen wir lecker Bambauletto. Guten Hunger. Guten Hunger. Ja, jetzt haben wir es schon fast um 12. Und gefühlt sitzen wir immer noch im Auto, sind nirgendwo anders hingewandert. Das könnte aber daran liegen, dass Stefan jetzt wirklich gebastelt hat, weil wir noch bis zu 5 Grad haben. Es ist noch ein bisschen sehr frisch draußen. Ja gut, es wären heute nur 7 Grad, aber wir können trotzdem ein bisschen länger noch warten, dass man halt, wenn es ein bisschen wärmer ist. Heute bei den Minusgraden, heute früh wollten wir noch nicht gleich los, also von daher. Ich habe auf jeden Fall die Trittstufe elektrisiert, hätte ich jetzt gesagt. Also, sie ist ja elektrisch. Sie war schon voll elektrisch. Aber Malibu hat ja, ich sag mal, so einen schönen Summer da drin. Ja, den hast du leider wieder weggepackt. Ich hätte ihn gerne gezeigt, aber... Ja, ja, dann halt doch mal kurz. Ich hol's. Ich halte euch mal. Ist das nicht schön? Ich habe eine Haltung. Auf jeden Fall in der Zeit, wo er gebastelt hat, habe ich geschnitten. Und zwar das Sog-Video, was ihr schon gesehen habt. So, jetzt kommen wir zum Summer. Genau, das ist das... So ungefähr. War unfassbar. Tolle Ding, ja. War das nervig. Das ist ein bisschen doof. Und wir haben es jetzt einfach so gemacht, dass wir einmal Licht verbaut haben, so dass wir ein Licht als Kontrolle haben, ob die Trittstufe ausgefahren ist oder eingefahren ist. Und das zweite ist, was wir gebaut haben, ist, dass sie automatisch einfährt. Nämlich, wenn ich die Zündung starte oder beziehungsweise wenn der Motor startet, dann fährt die Trittstufe automatisch ein. Das, was bei vielen schon standardmäßig, statt so ein Penüppel da einzubauen, wäre es doch besser, liebes Malibu-Team, dass ihr das einbaut. Weil das ist heutzutage modern, dass wenn das Auto startet, dass auch das Ding einfährt. Und nicht so ein... Von den Kosten her wäre es nicht viel Aufwand, aber jetzt im Nachhinein musst du zwei neue Kabel legen, und zwar von der Trittstufe bis hier rüber. Also das ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Das hätte man gleich machen können, das wäre besser gewesen. Fürs Nachträgliche ist das echt eine ganz schöne Arbeit. Aber das gibt es alles in einem gesonderten Video, wahrscheinlich nach der Moseltour, also genau. Nachdem wir in Zell am See sind. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht. Zell am See nicht, sondern Zell an der Mosel. Ja, irgendwo wird hier ein See sein, mein Gott hier. Es ist Wasser da, aber kein See. Ich glaube, Zell am See ist in Österreich. Und wir wollen euch das jetzt mal zeigen, deswegen... Was, Österreich? Ja, ich glaube, oder? Ich bin mir nicht sicher gerade. Wir will jetzt Österreich zeigen, wir sind an der Mosel. Ich verstehe den gar nicht. Ist egal. Nein, wir zeigen jetzt die Mosel, und zwar werden wir ein bisschen spazieren gehen. Wandern. We're talking to each other. I know we feel the same. About the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before, oh, yeah. Now it's time for something better. Wir haben uns ein Eis geholt. Ja. Sehr lecker. Also ich habe es schon probiert. Richtig lecker. Eiscafé Venezia hat sogar eine Sonnenterrasse mit Moselblick. Wir sind jetzt zwar hier am Schloss, das heißt der Moselblick ist genau auf der anderen Seite, ne? Also dort hinter. Und ich würde sagen, das ist richtig leckeres Eis. Also das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Ja. Ja, wir werden das jetzt genießen. Und jetzt wollen wir hoch. Wir haben euch ja schon was eingeblendet mit dieser schwarzen Katze. Da wollen wir irgendwie hochkommen. Mal gucken, ob wir es schaffen. So ganz haben wir noch keinen Plan, wie es dahin geht. Aber jetzt erstmal Eis essen. 1863 wurde der Name der Zeller Schwarzen Katz geboren. Aachener Weinhändler kamen nach Zell auf der Suche nach einem edlen Tropfen und fündig wurden sie bei einem Weingut Meizner. Die Wahl fiel ihm bekanntlich nicht leicht, denn 3 Fässer standen zur Auswahl und eine Entscheidung konnte schwerlich getroffen werden. Als die Frau des Winzers mit einer schwarzen Hauskatze und einer deftigen Brotzeit die Kellertreppe hinunterkam, waren die Männer nämlich gerade dabei, sich ein neues Fass auszusuchen. Just in dem Moment sprang die Katze auf das Fass und verteidigte es mit aller Kraft. Sie zog ihren Buckel bedrohlich hoch und fauchten jeden an, der sich diesem Fass näherte. Da war der Entschluss schnell da. Sie wollten das Fass mit der Zeller Schwarzen Katz.
So, jetzt habt ihr natürlich ein paar Festungsanlagen hier gesehen, nämlich die beiden Türme, einmal der rechteckige Turm und der runde Turm. Beide gehören zur Festungsanlage hier, die sehr wichtig waren. Der runde Turm ist ein Pulverturm und der andere war, was war das jetzt noch gleich? Das muss ich nochmal wieder überlegen. Wir blenden es am besten ein. Genau, das ist einfacher. Wir können uns auch nicht merken. Gott sei Dank fotografieren wir uns die Schilder, damit wir wissen, was es ist. Genau, auf jeden Fall sehr schön und die Festung hier sozusagen, also richtig cool. Und der Blick erst, also Leute, schaut mal. Auch in die andere Richtung, der Marcel kommt bestimmt noch dazu, ist es sehr schön. Wir haben dort hinten noch eine Brücke. Über diese war schon gelaufen. Genau, denn dahinter befindet sich der Stellplatz, wo wir sind. Und zu der Seite, was wir euch eben noch gezeigt hatten, wo auch eben die Kirche und die Insel ist, nämlich eine Insel in der Weser, wollte ich gerade sagen. Nee, ist die Mosel. In der Mosel, genau, in der Mosel. Da hinten ist noch ein Campingplatz und auch noch ein kleiner Wohnmobilstellplatz. Aber der Stellplatz hat keinen Strom. Im Gegensatz zu dem Platz, wo wir stehen, der genau. hat Strom. Also auf dem Campingplatz natürlich schon, klar. Genau. Ne, aber auf dem Stellplatz dann natürlich nicht. Aber man hat genug Platz. Aber man muss auch sagen, wenn man den Blick schon mal so wirft, was wir gerade machen können, es ist auch jetzt schon gut wieder voll. Ja. Aber wie gesagt, unseren Platz im Direkten werden wir nochmal zeigen. Ja, und dann hat man hier unten natürlich schön die Weinreben. Ja, das finden wir ja immer so schön. Und auch die Toten haben ihre letzte Ruhestätte hier. Also sehr schöne Friedhofsanlage, muss ich sagen. Ja, wenn man die so thronen über der Stadt, ne, hast du gesagt. Ja, sie thronen über die Stadt. Sie bewachen die Stadt. Sie bewachen die Stadt. Die Geister. Um Mitternacht geht es dann hier los. Hey, genau. So, wir gehen jetzt hier weiter den Weg hoch. Das ist irgendwie zur Liebesschlucht. Wir haben noch nicht so einen Plan. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also, da laufen wir da einfach mal. Auf geht's. When you're keeping me wondering, you know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign, baby, give me a sign. Just give me one more talking to you. Wir sind auf dem Rückweg zum Stellplatz mit einem Irrweg. Ja, wir sind an der Straße lang gemusst. Ne, ja. Wir mussten an der Straße lang, so heißt es. War keine andere Möglichkeit. Also man läuft den Weg die ganze Zeit lang, aber irgendwie... Ja, plötzlich kommt man zur Straße, ne, zur Hauptstraße. Und da gibt es leider keinen Fußweg, das ist richtig blöde. Naja. Aber naja, vielleicht müsstet ihr euch definitiv vorher mal informieren. Im Gegensatz zu uns, ja. Die sich grundsätzlich ja nie informieren. Blauäugig drauf los. Wir laufen einfach nur blauäugig, genau. Und zwar so richtig. Gut, aber ist nicht schlimm. Alles wir sind gut. Aber angekommen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Ich kann ja mal gucken, ob meine Uhr irgendwas aufgezeichnet hat. Ja, wir sind auf jeden Fall schon wieder unterhalb der Mosel, also unten an der Mosel. Hier ist die Brücke. Also das heißt, wir laufen gerade unter der Brücke durch. Jetzt kommt auch die Sonne wieder. Ja, viel besser. Und in die Richtung liegt der Stellplatz. Wir werden da kurz gleich auch noch mal ein paar Aufnahmen zu machen. Haben wir gerade beschlossen. Nicht? Genau, das machen wir jetzt gleich auf dem Weg. Genau. Also 88 Minuten unterwegs, boah, 8,5 Kilometer sind wir gelaufen. 8,5, na siehst du. Ja gut, meine hat nicht ganz aufgezeichnet. Ich habe, glaube ich, 1,5 Kilometer nicht aufgezeichnet, bis die Uhr erst an war. Ja, das ist einfach zu spät. So, in der Zeit versuche ich jetzt mal schnell Daten rauszukriegen. Und ich würde mal sagen, wir machen einen kurzen Break. So ist und es. Dann zeigen wir euch den Stellplatz. An der Nordseite von der schönen Mosel ist dieser Stellplatz und zwar neben dem neu eingerichteten Sportzentrum. Das haben wir euch ja schon ein bisschen gezeigt oder gesagt, dass das direkt neben dem Schwimmbad ist. Und man muss sagen, alle Orte sind leicht abfallend. Man hat eine Art Terrassensystem, das sieht man, dass man immer noch einen schönen Blick auf die Mosel hat. Insgesamt gibt es 50 Plätze und ist das ganze Jahr geöffnet. Richtig toll ist das. Es hat Strom, es hat Abwasser, es hat Entsorgung. Das zeigen wir euch aber gleich. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal so den ein oder anderen Platz. Das ist von dem ersten Stellplatz der untere Bereich. Oberhalb, da hinten irgendwo, da ungefähr, steht unser. Ja, und dann schwenke ich nochmal zur anderen Seite rüber, denn das ist hier durch die Straße getrennt. Ist dann der zweite Bereich. Den Bereich, den wir eben schon mal gezeigt haben, wo Marcel ein paar Informationen dagelassen hat. Der Unterschied zwischen dem Platz
Und der Dämmplatz ist ganz einfach. Hier ist die Auffahrt eindeutig steiler. Das sieht man ja, wenn man hier guckt und wenn man dann dort guckt, auf der Seite. Und das haben wir gestern erlebt. Also hat sich jemand runtergefahren und der hat hinten aufgesetzt. Also wenn ihr hinten stark beladen seid, könnte das hier passieren. Und wichtig ist, wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr einmal runterdrehen und dann so hochfahren. Gibt es extra ein Schild für euch. Hier habt ihr die Möglichkeit, gleich zweimal fair und zu entsorgen, so heißt es genau. Das hat man heute Morgen auch schon gebraucht. Das heißt, dieser Stellplatz hat ja auch einige Stellplätze. Und dadurch sind halt natürlich auch wie Camper ein paar mehr. Also macht es auch Sinn. Zwei Stück. Wir haben Wasser, wir haben Toilettenentsorgung und wir haben Rauwasserentsorgung. Ja, sollte also kein Problem sein. Toilette geht halt an der Säule. Da ist so ein Gulli, den man hoch macht und gut ist es. Zur der Seite, das blenden wir euch nochmal ein, da sind Glascontainer, das heißt für das Gläschen Wein und so weiter, das hinterher wieder loszuwerden. Die Flasche ist hier auch kein Problem. Was uns immer wieder freut, sind solche Wassersäulen, wenn du das dosieren kannst. Hier kannst du nämlich mit 10 Cent entsprechend dosieren. Gibt es nämlich einmal 1 Euro, einmal 10 Euro, das ist ja teuer. Und dann kann man entsprechend das hier einwerfen und dann geht das seinen Weg. Wichtig, ihr bekommt alle Informationen rund um Zell an der Mosel. Bekommt ihr hier mit Restaurantsvorschlägen und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich doch Müll. Ich habe Müll gefunden. Also ihr kommt von dort, kommt hier hoch, haltet dann hier an, holt euch ein Zettelchen und dann geht hier die Schranke auf und dann könnt ihr entsprechend drauf fallen, habt schöne Plätze. Bezahlen tut ihr ganz einfach, kommen Sie mit, sonst hören Sie mich nicht. Ganz einfach hier am Kassenautomat, hier steht auch nochmal drinnen, 9 Euro pro Übernachtung pro Wohnmobil und ist entsprechend mit Euro und halt Groß- und Kleingeld zu bezahlen. Was richtig cool ist, war ich gestern schon, ist das hier. Wir haben hier einen Weinautomat und wir haben hier einen Riesling Spätlese Fruchtsüß von Lena gekauft gestern. Stefan hat ihn schon probiert, ich werde ihn heute probieren. Ich freue mich drauf. Ja, und dann hat man auch nochmal hier Informationen zu dem Bad, was man da hat. Also eigentlich alles da. Und jetzt zeigen wir einmal unseren Platz. Oder wollen wir uns nochmal kurz ausruhen, weil da gibt es auch eine schöne Liege, wo man Platz auf dem Stellplatz hat. Weiß ich nicht, ob es jetzt so schön ist, aber... Warte kurz. Ja, gut. Sehr gut. Unsere kleine anschauliche Parzelle. Ja, nicht sehr viel Platz, aber es reicht aus. Man kann hier nochmal einen Tisch und Stühle aufstellen. Also das werden wir jetzt auch gleich tun, nämlich schön grillen. Und ganz unten, da ist nochmal der zweite Platz. Da fährt man hier im Prinzip runter. Und dazu muss man sagen, unten haben wir keinen Strom gefunden. Das heißt, Strom ist hier wohl nicht da. Aber du stehst halt direkt unten am Wasser an der Mosel, also auch wunderbar. Verschiedene Stromsäulen gibt es auch am Platz. Ihr bezahlt 1 Euro, bekommt 2 Kilowattstunden. Gibt es, wie gesagt, teilweise nicht unten, das hat Stefan euch gesagt. Auch auf der anderen Seite waren sie gerade noch nicht aufgebaut, aber hier sind sie schon. Und wie gesagt, ganz leicht zu bedienen, kann man gar nichts falsch machen. Und falls ihr fragt, von wem ihr den Strom bekommt, von Else. Ebenfalls am Platz gibt es WLAN. Der Coach, der steht hier unten mit dann drauf. Und wir haben gerade mal einen Speedtest gemacht. Und ja, mit knappen 34 Mbit. Das ist wirklich eine richtig gute Geschwindigkeit. Da kann man auch mal was schauen. Im Großen und Ganzen, glaube Stefan, wo bist du eigentlich? Ich bin hier. Du bist da. Was, wie gefällt dir der Platz? Sehr schön. Also für den Preis und für, muss man sagen, also Preis-Leistung ist hier top. Also da kommen wir gerne wieder. Das auf jeden Fall. Und die Gegend ist ja auch traumhaft. Und was machen wir jetzt? Wir grillen jetzt. Yam, yam, yam. Schon haben wir es wieder 5:45. Oh ja. Der Tag rennt. Wobei wir so einen schönen Tag ja in Zell an der Mosel hatten. Das ist richtig. Also eine schöne Wandertour haben wir hier gemacht. Das gibt hier auf jeden Fall viele schöne Pfade. Gut, den Weg, den wir jetzt gemacht haben, sollte man nicht machen. Rückweg, da hätten wir den gleichen Weg nehmen sollen, wäre besser gewesen. Aber das weiß man hinterher. Beziehungsweise ja zurück und hätten wir noch über den anderen Weg zurücklaufen müssen. Wir haben es ja, ja dann erst gesehen. Also das ist unser Tipp auf jeden Fall an euch. Informiert euch vorher, wie die Wege sind.
Es gibt sehr viele schöne Radwege hier, wenn wir theoretisch im Sommer herkommen könnten, wenn es nicht so voll wäre. Das ist leider immer der Nachteil daran, das muss man dazu sagen. Dann kann man schön mit dem Rad oder mit den E-Scootern auf jeden Fall fahren. Gibt es sehr, sehr schöne Touren hier. Ja, ich bin gerade noch am Rendern und zwar das Intro zu diesem Video mache ich tatsächlich jetzt schon, weil es sich gerade angeboten hat, weil du hast ja noch gebastelt. Ja, ich habe noch die Trittstufe, Die Beleuchtung gemacht, genau. Das automatische Einfahren habe ich ja vorhin schon gemacht. Und jetzt noch die Beleuchtung ran und das war noch ein bisschen tüftelig, aber alles gut. Damit ist auf jeden Fall das Upgrade der Trittstufe abgeschlossen. Ja. Und das Video, das werden wir nämlich jetzt drehen, wobei es ein bisschen interessant ist, weil wir ein Bild einblenden müssten. Und das wäre dann schon schön, wenn man das auch erkennt, dass es leuchtet. Ja, das leuchtet, ja. Kann man ja sehen. Das kann man sehen. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich weiß es noch gar nicht, wie es aussieht. Ja, dann musst du dir das mal angucken. Also, dann kommst du jetzt mit raus. Das ist kalt. Egal. Musst du durch. Frechheit. Guten Morgen. Die Sonne lacht. Wie immer hier in der wunderschönen Moselregion in Zell an der Mosel. Nach ungefähr 2 Tagen hat man es dann drauf, wie das Ding auch heißt. Ja, es ist sehr schön hier auf jeden Fall. Ja, wir haben gut genächtigt. 2 Nächte hier auf jeden Fall. Werden jetzt langsam ver- und entsorgen. Mhm. Unter anderem eine sehr gute Weinflasche, die man hier direkt kaufen kann. Das ist nämlich ein, muss ich gucken, eine Riesling Spätlese, sehr fruchtig und hat auch richtig gut. Lena, ne? Genau, vom Weingut Stefan Fischer, Weinprinzessin Lena. Also der war richtig, richtig lecker. Und ja, wir wollen noch mal gucken. Wir waren ja vorgestern essen. Ja. Und da gab es auch einen sehr leckeren Riesling. Da wollen wir mal gucken, ob wir den kriegen, ne? Mal sehen. Würde ich nämlich ein bisschen was mitnehmen, wenn man schon mal hier in der Region ist. Genau. Ja, jetzt heißt es Ver- und Entsorgen noch, Strom, alles zusammenpacken. Das mache ich und jetzt in Ruhe. Dann gibt es auf jeden Fall noch unser Fazit zu diesem Ort, zu diesem Platz, zu dieser Reise. So, jetzt kommen wir zu unserem schönen Fazit von Zell an der Mosel. Genau. Und natürlich machen wir das nicht in Zell an der Mosel, sondern in Pünderich. Denn wir waren jetzt noch bei Weingut Günther Hillen. Der ist nämlich hier in Pünderich. Den Wein haben wir nämlich ja in der alten Winzerstube getrunken. Der genau. Hat uns sehr gemundet und da haben wir gedacht, gut, dann nehmen wir mal Wein mit und mal was auch anderes probieren. Ich muss mich ja ein bisschen entwickeln. Das hast du bisher schon, also von daher, du kannst schon mittlerweile mehr Weine trinken. Ja, und wir haben gleich auch eine kleine Mini-Weinprobe gekriegt, also von wegen probiert doch mal. Genau. Das fand ich sehr, sehr nett. So hast du natürlich noch einen zweiten Wein dazu genommen. Den habe ich auch probiert, der ist wieder, da merke ich schon. Also das ist nichts für mich, feinherb, ich bin halt ein Süßer. Ja, es war einer feinherb, beziehungsweise halbtrocken und dann gab es noch einen feinherb. Ich habe den feinherb probiert. Genau, das war so zwischen süßlich und halbtrocken. Und der süßliche, ja. Richtig lecker. Ja, Fazit. Es war eine wunderschöne Zeit. Natürlich muss man dazu sagen, das Wetter hat natürlich bombastisch mitgespielt. Ja. Dann ist fast jede Reise richtig toll. Ja, die Spritpreise sind stark nach oben gegangen. Die können sozusagen das Ganze verhageln, aber alles gut. Das könnte verhageln. Wir machen es gerade noch nicht. Wie gesagt, wir haben ja für uns auch noch nicht entschieden, wann die Schmerzgrenze ist. Ja, der eine oder andere meinte vielleicht, ist das dann so richtig in der aktuellen politischen Situation? Auch da werden wir keinen Kommentar zu abgeben. Nein. Weil, wie gesagt, da halten wir uns neutral. Wir möchten Reisevlogs anbieten, wir möchten dort Sachen hinweisen, etc. Das ist unser Metier. Ja, auf jeden Fall haben wir es genossen. Wir werden wiederkommen. Ja. Am liebsten wären wir mal im Sommer hier. Das wird aber, wie gesagt, nichts werden, weil es dann immer voll ist. Das wissen wir. Man muss halt sehen, ne? Also vielleicht so in der Übergangszeit irgendwann nochmal oder so. Aber für euch, es lohnt sich halt auch im Frühjahr. Im März, Februar, also auch dann hierher zu kommen und dann genauso das zu genießen. Und ja, wir werden euch jetzt zum Abschluss noch ein paar Bilder hier aus Pünderich zeigen und der Mosel entlang. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Keep
from telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep.